Ja, guten Tag miteinander, heute zusammen. Das ist Friendly Fire mit Laura Zimmermann und Markus Somm. Wir haben heute drei Themen, nämlich logischerweise den Abstimmungssonntag, den gibt es immer noch zu reden. Zweitens wollen wir über die neue Regierung von Deutschland reden. Und drittens über den Entscheid von der WTA, dass kein Tennisspiel mehr stattfinden in China. Erstens Abstimmungssonntag. Nehmen wir an, für dich einen schönen Sonntag, hast du Champagner aufgemacht. Grundsätzlich aber ein sehr deutliches Resultat. Jetzt einfach, wenn man das seine Ira in das Studio analysieren will. Warum? Was ist der Grund, dass das so relativ deutlich angenommen worden ist? Oder angenommen, das Covid-Gesetz ist bestätigt. Ich muss mal überlegen, ich bin ja Champagner getrunken. Ich war ja überhaupt nicht involviert gewesen, in einen Abstimmungskampf. Darum habe ich das eigentlich so aus der Ferne betrachtet. Es war natürlich aber ein mega heiß diskutierter Abstimmungssonntag. Ich glaube, auch wichtig, das Covid-Gesetz, dass das so deutlich ist angenommen wurde, mit fast Rekordstimmbeteiligung oder auf jeden Fall eine sehr hohe Stimmbeteiligung. Pflegeinitiative ein bisschen in diesem Mitwasser, sage ich jetzt mal, sehr deutlich angenommen. Persönlich bin ich dort eher eine Verfechterin vom Gegenvorschlag, weil ich persönlich Verfassungspoetin und Patriotin bin und finde, spezifisch Berufe sollten nicht unbedingt in der Verfassung geregelt werden, sondern auf Gesetzesstufe. Anyways, dem Anliegen wird jetzt so eine Rechnung gedreht, wenn es jetzt so in der Verfassung steht. Und wahrscheinlich läuft es sogar darauf aus, dass es etwas wie einen Gegenvorschlag wie der Gegenvorschlag soll werden, wenn man jetzt das Initiativkomitee anlässt. Aber zurückschnell zuerst Covid-Gesetz. Warum? Ja. Oder was dort ja, finde ich, interessant ist. Im Juni haben wir schon mal darüber abgestimmt, 40%. Jetzt haben ja die Befürworter vom Referendum, also die Leute, die Gegner müssen es immer ein bisschen genau richtig sagen. Also es hat ja ein Referendum gegeben, also gibt es die Leute, die das Covid-Gesetz abgelehnt haben. Die Leute haben gemeint, weil wir schon 40% erreicht haben im Juni, sollte es ja jetzt eigentlich möglich sein, sogar eine Mehrheit zu gewinnen. Jetzt ist das nicht rausgekommen, im Gegenteil, ist schlechter geworden für sie. Woran liegt jetzt das? Liegt es an der, ja? Hey, ich habe eine, also das ist meine Haltung, keine Ahnung, die Analyse gibt es noch nicht. Ich habe aber eine recht klare These, wieso das so ist. Und du hast, ich habe immer, es waren alle nervös gewesen. Gegner waren nervös, Befürworter waren nervös. Befürworter haben aber auch gesagt, das kann knapp werden und so. Ich habe immer gesagt, nein, das wird es nicht. Weißt du, wieso? Schau mal unsere Impfquote an. Das ist genau etwa bei einer der schlechtesten von Europa und der westlichen Welt. Und wir sollten nicht schämen dafür. Aber ist ungefähr bei 65%. Entsprechend sind die Leute, die hinter eben dem Zertifikat, der Impfung und in dem Sinne auch den Massnahmen vom Bundesrat stehen, und das weiss man aus den Corona-Befragungen und so, ist etwa 2/3. Oder ist eine Mehrheit, die schweigend hinter dem steht. Und ich glaube, das hat direkt korreliert mit dem. Das ist meine Meinung. Aber was hast du das Gefühl? Also das Erste, was ich glaube, ist Zwängerei. Das, glaube ich, ist einfach ein wahnsinnig starkes Problem in der Schweiz. Ja, ich glaube wirklich, dass in der Schweiz kommt das einfach schlecht an, wenn du das gleiche Thema innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder an die Urne bringst. Das haben die Leute einfach nicht gern. Und dann heisst es Zwängerei. Oder? Das Gesetz haben wir jetzt, es ist zwar leicht verändert worden, aber im Juni haben wir schon darüber abgestimmt. Und jetzt wieder darüber abstimmen. Und das haben die Leute einfach nicht gern. Und das siehst du überall. Du siehst bei der Abzockerinitiative, wo dann nachher 1 zu 12 kommt, wieder das Gleiche, das haben die Leute nicht gern. Du siehst es bei der Masseneinwanderungsinitiative, wird zuerst angenommen. Nachher kommt eine zweite Vorlage, die praktisch das Gleiche ist. Das haben die Leute auch nicht gern und lehnen es dann ab. Also das, glaube ich, ist recht wichtig gewesen. Das Zweite, glaube ich, ist, das interessiert mich, was du meinst. Ich finde, sie sind zu extrem gewesen, Gegner. Oder? Sie haben, du hast, meiner Meinung nach, brauchst du immer zum Erfolg haben, musst du einerseits die Hochmotivierten haben, die neigen zur Provokation, die neigen teilweise auch zum Extremismus und so weiter, die tun richtig Gas geben. Spielt keine Rolle, ob auf links oder auf rechts, die gibt's einfach. Aber das langt in der Schweiz nie. Du hast etwa höchstens 30% mit dem. Und dann musst du unbedingt in die Mitte gehen. Und für die Mitte musst du eine andere Sprache reden. Dort musst du viel mehr eben über Probleme reden, die es gibt oder und so weiter. Und da glaube ich, es hat wie so ein gemäßigtes Nein-Lager. Hat es gar nicht gegeben. Nein, das hat es nicht gegeben. Es hat keine Kampagne gegeben von denen. Nein, aber es hat es schon gegeben. Aber es gibt ich bin gegen das Gesetz. Aber ich bin sicher nicht einer, der sagt, Faschismus ist ausgebrochen. Ich bin auch gegen das Gesetz gewesen. Zürich-Zeitung, wo wieso? Viele Leute, also Katharina Fontana ist auch gegen das Gesetz. Nein, ist klar, es gibt gute Gründe dagegen zu sein. Aber ich glaube, du musst so eine Vorlage durchbringen, musst du so eine gemäßigte
alle Anhängerschaften noch mobilisieren können. Ja, das haben sie überhaupt nicht gemacht. Nein, das sind aber auch nicht die Kreise. Aus meiner Warte hat es eben, ich sage jetzt mal, der Widerstand ist nur aus einem extrem, also einfach aus dem Kreis von diesen Massnahmengegner und Kritiker gekommen, wie du es richtig sagst, sicher viel zu extrem sind. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, man hat gewisse Grenzen überschritten von der demokratischen Gepflogenheit, ehrlich gesagt. Was also, konkret wurde? Hey, ich finde, in der Art und Weise, wie die Sprache ist daherkommen, wie man recht sorglos mit gewissen Geschichtsvergleichen ist umgegangen. Also, ich sage jetzt mal konkret so, die Diskriminierungs-Nazi-Vergleich, aber auch wirklich hart ins Gericht gegangen ist, oder? Was da eigentlich für Zustände herrschen, oder totale Macht dem Bundesrat auf dem Plakat, so die Diktaturvergleich und so, das ist völlig vermessen, das ist mal das Erste. Sie halten nicht stand, oder? Man müsste es dann, selbst wenn es so wäre, müsste es hinten raus können argumentieren, oder? Das haben sie auch nicht können. Und darum ist es nicht glaubhaft. Und in dem Sinn auch einfach, in ihrer Logik macht es irgendwie Sinn, aber ist total nicht angebracht. Und zum Zweiten, dass du gesagt hast, ich glaube eben nicht, dass es diese Kreise wirklich gibt. Und da komme ich wieder zurück auf die Korrelation. Weil sonst, wenn du jemanden brauchst, für in die Mitte hineinzugehen und für die, sagen jetzt mal, die gemässigte, die stimmt sein, dann brauchst du eine Partei aus der Mitte, die entsprechend dahinter steht. Und das hast du jetzt das mal nicht gehabt, oder? Also, dagegen kämpft. Das hast du das mal nicht gehabt, sondern Parteien sind ausgeschlossen, mit Ausnahme von der SVP, die sich verspekuliert hat, hinter dem Gesetz gestanden. Richtig. Und die hat es gebraucht, wenn das hättest du kippen. Aber es wäre ja auch nicht konstruktiv. Aber wir haben schon sehr viele Abstimmungen gehabt, wo die SVP allein gewonnen hat, oder? Wo sie allein, weißt du, dass alle weil sie ihr gelungen ist, in die Mitte hineinzugehen. Ja, das stimmt, das völlig einverstanden, kampagnentaktisch. Du brauchst nicht eine Partei aus der Mitte, weil die Partei in der Mitte kannst du meistens nicht brauchen, sondern es langt schon die SVP, aber sie muss, die SVP ist nur mehrheitsfähig, wenn du noch 20% hast, die sagen, ja, das Anliegen ist richtig, oder? Das Anliegen ist richtig. Und das hast du jetzt mal abgesehen davon, und das ist vielleicht der dritte Grund, das habe ich noch vergessen und noch nicht wollen sagen. Ich glaube schon, dass die SVP spielt eben auch eine Rolle. Die SVP selber ist nicht einig in dieser Frage. Es ist nicht so, dass bei der SVP einfach kannst du sagen, ja, die sind alle gegen alle die Massnahmen, die jetzt gemacht worden sind. Das ist eben auch das Problem, oder? Die Corona-Politik besteht aus sehr vielen verschiedenen Massnahmen. Und es gibt ein paar Massnahmen, also wenn ich jetzt auch von mir rede, es gibt ein paar Massnahmen, wo ich kein Problem habe, wo ich richtig finde. Und es gibt ein paar Massnahmen, wo ich birrenweich finde. Und dann gibt es ein paar Sachen, die zu tun haben, einfach mit dem Departement per se, wo ich schlecht finde und so weiter. Aber ich glaube, die Leute gäbe es schon. Aber das ist jetzt sehr schwierig gewesen, einerseits, weil eben, wie Sie es gesagt haben, es gibt sehr viele Massnahmen, aber was ich auch ganz wichtig finde, ist wirklich, es ist ein Phänomen, dass du eine Politik, die ich glaube, greift so wahnsinnig ein und wo so viele Leute, und ich meine, ich kenne, das ist ein Umfeld, das du jetzt ein bisschen weniger kennst, aber es gibt sehr viele Leute, die das nicht gut finden, was also sicher nicht alles gut finden, oder? Die Leute hättest du doch ansprechen können. Ich kann dir sagen, ich glaube, diese Abstimmung, Abstimmung hätte man können gewinnen. Aber ich glaube, man hätte sie nicht können gewinnen, weil man im Juni schon gemacht hat, oder? Man hätte sie im Juni. Ja, ich finde, es gibt schon Sachen, wo man einfach mal der Regierung, weißt du, was mich zum Beispiel am meisten stört? Warum ich wirklich auch Nein gestimmt habe? Ich finde es eine Zumutung, dass der Bundesrat jetzt seit 18 Monaten so, also mal abgesehen von den Kantonen, praktisch kann machen, was er will, und das Parlament sich praktisch verabschiedet hat. Das stört mich sehr. Ich finde es einfach noch interessant, wie in einer Krise manifestiert sich ja, wie gut das System wirklich ist. Und ich bin eben, ganz ehrlich gesagt, auch der Meinung, und ich bin wirklich eine Verfechterin von unserem System, von unserem direktdemokratischen, insbesondere von unserem föderalen System. Ich glaube aber, Zentralismus ist besser in der Krise. Und das sage ich ja so, ganz ehrlich. Es ist effizienter. Mhm. Und entsprechend wäre es einfacher gewesen. Kannst du mir sagen, welches Land, das zentralistisch ist? Frankreich. Welches? Frankreich. Ist doch nicht gut. Doch. Meiner Meinung nach. Aber darf ich noch fertig reden? Nein, wenn es mir recht ist, haben todsicher höhere Todeszahlen pro 100'000 als mehr. Aber das ist nicht nur die einzige Grösse, die zählt. Meiner Meinung nach. Was gilt denn noch? Impfquote? Beispielsweise. Und ich finde es dort extrem interessant. Etwas, wenn du weniger Tote hast. Ich finde es dort extrem interessant. Ja, natürlich. Aber die direkte Korrelation von der Impfquote zu der Sterblichkeit, die ist eben gegeben. Mm-mm. Muss man anschauen in allen europäischen Ländern, je nach Impfquote. Es gibt gewisse Ausreißer, das ist so. Aber in der grossen Korrelation ist sie eben gegeben. Sprich, ist beides entsprechend extrem wichtig. Und ich finde es in der Schweiz extrem stossend, wie tief unsere Impfquote ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht nachvollziehen. Das tut mir ein bisschen fettisch. Von dir. Nein, ich finde, das ist einfach meine persönliche Haltung aber zum Ganzen. Können wir eigentlich sagen, was sind Kriterien?
Jetzt haben wir darüber reden, welche Regierung hat es gut gemacht. Mhm. Jetzt, was sind für dich Kriterien zum Messen, ob eine Regierung etwas gut macht oder nicht in dieser Pandemie? Sag mal, was meinst du? Ich glaube, das Vertrauen in die Regierung ist wichtig, okay, und dann in die Massnahmen, oder? Okay. Die Stimmung im Land, das ist mal, finde ich, wie das durch Krise geht, abgesehen von einem anderen, das zählt. Das ist aber gut. Impfquote. Ist aber das Vertrauen ist sehr gut, das ist höher als in Frankreich. Da bin ich, mache ich mit dir jede Wette. Das müssen wir anschauen, aber das ist da wahrscheinlich in Frankreich generell anders zu bemessen als bei uns, weil es einfach viel weniger erprobt ist. Nein, aber was ich vorher gemeint habe mit Zentralismus, ich glaube, Effizienz, das ist vielleicht das, was bei mir noch so ein bisschen hapert dran, wo ich das Gefühl habe. Das ist ganz schlimm, was du sagst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber darf ich noch schnell fertig reden? Ja, das ist aber so. Aber ich finde ganz ehrlich, und ich habe kein Problem damit, mit gewissen sakrosankten schweizerischen Prinzipien mal ein kritisch sein und sagen, hey, wenn du rein die Effizienz dieser Massnahmen anschaust, dann ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste System. Aber das darf ich jetzt mal schnell replizieren? Ich finde, wenn du willst messen, und ich meine, es ist zu früh. Natürlich ist eine Bilanz jetzt zu früh. Wir sind immer noch direkt in der Pandemie. So. Deshalb ist es noch schwierig. Aber für mich ist natürlich schon ganz wichtig, wie viele Leute sterben oder wie viele Leute haben richtig schwere Verläufe. Das ist mal das Wichtigste, das ist das Gesundheitspolitische. Mhm. Oder? Würde ich mal sagen. Und zwar jetzt einfach mal sterben an dieser Krankheit. Dann gibt es aber das zweite gesundheitspolitische Kriterium. Und das ist noch viel, viel grösser. Ja, wenn du dich auf eine Bekämpfung von einer Krankheit beschränkst, dann tust du sehr viele andere Krankheiten vernachlässigen. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Amerika. Amerika hat zum Beispiel massive Probleme, psychische Erkrankungen wegen Lockdowns und so weiter. Du hast enorme Probleme mit Selbstmord, von Kindern vor allem, wegen den Gesundheitspolitik heisst ja immer, dass du eigentlich umfassend öffentliche musst sein. Gesundheit muss umfassend sein. Genau, das gehört so dazu, was ist mit Krebs passiert in dieser Zeit und so weiter. Absolut. Gut, da sind wir uns einig, oder? Gut. Absolut. Dann gibt es aber das zweite Kriterium, das ich auch wichtig finde, ist das, was du auch gesagt hast, das finde ich richtig, Vertrauen. Also inwiefern hast du einen Bürgerkrieg im Land oder nicht? Und das dritte finde ich schon, zum Beispiel das Wirtschaftliche, ja, wichtig. Nein, das habe ich im Fall vorher, nein, absolut. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, in Bezug auf, darum nervt es mich also mit der Impfquote, darum, ich finde, in Bezug auf die Wirtschaft hat die Schweiz wahrscheinlich, das kann man jetzt dann noch anschauen, aber wahrscheinlich einer der besten Wege gewählt, um mit dieser Pandemie umzugehen. Und was ich nicht verstanden ist, es muss wirklich auch eines der höchsten Ziele sein, sagen jetzt mal volkswirtschaftlich, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Und das wirksamste Mittel, um das zu machen, ist nun Gottes Namen einfach die Hurenimpfung. Entschuldigung. Moment weisst, doch. Und dort sind wir uns nicht einig. Und ich glaube, dort habe ich dann auch meine gute Mühe mit dieser erneuten Abstimmung. Also, ich finde das so. Ja, natürlich kannst du das System perpetuieren. Und du kannst jetzt wieder bei der nächsten Änderung des Gesetzes kannst wieder das Referendum ergreifen und kannst wieder darüber abstimmen. Und es wird sich wahrscheinlich, es wird nicht besser werden. Verlierst jedes Mal, glaube ich auch. Aber was ich mich ein bisschen dran stören ist, weißt, an dieser Kritik ist immer einfach, oder? Aber du musst eigentlich sagen, wie du es dann anders machen würdest. Oder was dann würdest du anders machen. Und das höre ich, also soll ich von dir denen. Sagen, ich lehne du, das, ich will jetzt noch schnell, ich weiss, du hast sicher super Vorschläge. aber es nimmt mich auch Wunder. Aber mich würde vor allem interessieren, wie die extremen Massnahmenkritiker, die in ihrer eigenen Welt leben, wo es eben das Virus gar nicht gibt und irgendwie wirklich sehr verschwörungstheoretisch unterwegs sind, was dann ihre alternative Vorschlag ist, um mit dem umzugehen. Oder? Und den hörst du nicht, oder? Also es kann natürlich sein. Ja gut, aber das finde ich nicht so ein gutes Argument. Die Leute, die du meinst, das sind Leute, das sind Aktivisten, die sind hochmobilisiert, die sind teilweise vielleicht auch ein bisschen emotional und so weiter, aber das hat man von den Kommunisten auch nicht immer erwartet, dass sie gerade den Plan B bringen. Aber ich finde, noch schnell wegen der Impfung, dass wir uns noch nicht missverstehen. Ich finde, Impfung habe ich nichts dagegen, im Gegenteil. Ich finde sogar Booster, unbedingt Booster jetzt, und zwar wirklich die ab 60-Jährigen alle boostern. Was mich stört, ist erstens so, wie es du ein bisschen darstellst, als wäre die Impfung wirklich, es ist unhure wichtig. Aber die Impfquote, die wir haben, aus meiner Sicht, ist viel wichtiger, dass du eine höhere Impfquote hast bei der Risikogruppe. Und die sind sehr hoch bei uns. Die ab 60-Jährigen sind praktisch durchgeimpft. Das ist ja so. Bis auf die Leute, die offensichtlich das Risiko wollen in Kauf nehmen. Und einfach sagen, eine Impfquote ist das einzige Kriterium, nein, finde ich nicht gut. Und vor allem kommst du nicht zum Ziel. Du kommst nicht zum Ziel. Weil es gibt einfach einen Rest in der Bevölkerung, wo du nie wirst können impfen.
Das ist einfach so. Und mit dem muss man leben können. Das ist ja so. Und alle deutschsprachigen Länder haben eine relativ tiefe Impfquote. Mhm. Da müssen wir lang uns überlegen, warum ist das so. Das hat zu tun mit der Stärke der Grünen zum Beispiel. Hat zu tun mit einer gewissen Wissenschaftsfindlichkeit, die in deutschsprachigen Ländern stärker ist und so weiter. Und jetzt kommst du da. Nein, ich habe das im Fall, ich glaube, du hast es einfach so auffassen, dass ich das als einziges wichtiges Kriterium anschaue. Nein, ich sage nur, verglichen mit anderen Ländern, insbesondere auch mit Deutschland, haben wir, und auch mit Österreich. Gut, Österreich ist noch knapp hinter uns. Aber insbesondere in unserem direkten Nachbarsraum stehen wir einfach als Schlusslicht da. Nicht zusammen mit Österreich. Und dort finde ich so, können wir als Schweiz noch ein bisschen ehrgeiziger sein, weil wir sind ja sonst immer so ehrgeizig. Wir wollen eigentlich bei den Besten dazugehören. Wir können das auch. Wir sind direkt am Zugang. Wir haben extrem auf den richtigen Impfstoff gesetzt, oder? Meiner Meinung nach. Das haben wir gut gemacht. Es gibt aber, und da spreche ich insbesondere meine Altersgruppe an, es gibt noch einen Teil von Leuten, die aus mangelnder Information und auch so ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, wirklich einfach die Impfung noch nicht gemacht haben und sie könnten sie machen und dann hätten wir es alle so viel einfacher, oder? Da machst du alle recht, aber das finde ich fast ein Selbstzweck. Weil letztlich, wenn es um die Bekämpfung geht von der Pandemie, ist es viel wichtiger, dass wir unsere Risikogruppe jetzt das dritte Mal impfen. Das ist viel wichtiger, als sich 10 ausbeissen an 25-jährigen Coiffeusen, die nicht geimpft werden wollen. Das ist unnötig, weil das werden wir nicht mehr aufbringen. Nein, du weißt, oder? Aber ein bisschen bringt es eben auf. Glaube ich schon. Glaube ich nicht. Und der Aufwand bringt nichts. Der Aufwand ist gross. Und es bringt nicht so wahnsinnig viel, wie den Booster jetzt sofort zu bringen. Anstatt, dass wir die Impfwoche hätten vergessen. Aber da bin ich auch einverstanden. Aber da bist du auch einverstanden, dass der Booster schneller kommen musste. Ja, viel schneller. Auf das muss man sich konzentrieren. Und nicht auf die Impfquote von der ganzen Bevölkerung. Aber Markus, noch einmal zu meinem Zentralisten-Aufruf in der Krise. Nein. Aber Markus, hey, jetzt oder dort, oder? Je nachdem, wie fit das ein Kanton ist, Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach so, passiert das schon oder es passiert eben noch nicht. Und das ist unfair, oder? Zürich ist ja ziemlich zentralisiert, Katastrophe. Ich finde, Zürich, gehen wir mal die Tote, ich bin nicht so sicher. Nein, das weiss ich auch nicht, aber es ist natürlich auch bevölkerungsgerecht, du musst immer alle Faktoren einbeziehen. Aber Markus, ich glaube, wir müssen Thema wechseln, sonst sind wir noch ewig dran und irgendwie geht das Thema Pandemie wahrscheinlich alles sowieso auf Nerven. Ampel. Genau. Neue deutsche Regierung, Koalitionsvertrag steht. Mir persönlich hat es ja am meisten fasziniert, abgesehen vom Inhalt des Vertrags, dass nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist, vom Inhalt von dem Vertrag. Eigentlich unüblich. Wie erklärst du das? Entsprechend. Ich persönlich habe das Gefühl, es war von Anfang an eine recht ausgewiefte PR-Strategie gewesen. Ich weiss nicht, aus welchem Haus das sie kommt. Von den Grünen oder von der FDP. Ich würde wagen, meine These zu behaupten, sie kommt aus dem Haus von der FDP. Und sie war gut gewesen. Hat angefangen mit dem Foto, oder? Spät nachts. Grüne FDP sitzen schon zusammen. Eigentlich hat man so schon eingespurt, welche Koalition das möglich ist. Nachher hat man es geschickt eingespannt oder geschickt gemacht, dass man wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mit Corona noch zu tun, oder? Das ist auch natürlich in der Newslage extrem präsent gewesen, so dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt grosse Kapazität oder das Interesse hatte, jetzt der gut stöbern, was denn in diesem Koalitionsvertrag ist. Was ist deine These? Erstens glaube ich, du bist da ein bisschen, wie soll ich sagen, prägt von deinem Beruf. Du bist in der PR-Branche und deshalb hast du das Gefühl, PR ist ziemlich wichtig. Ist nicht unwichtig, aber ich glaube, jetzt da würde ich sagen, zwei Gründe. Das erste ist, ich glaube, alle die drei Parteien, also die SPD ist ja klar. Für die SPD war logisch, das muss gelingen. Weil sie stellen den Kanzler, für sie ist es super. Ich meine, die Partei hat die letzten Jahre nur verloren. Sie gehört sogar zu der alten Regierung, die ja jetzt eigentlich auf eine Art abgewählt worden ist. Für die SPD ist Weihnachten. Dass die überhaupt einen Kanzler können stellen, das hätte vor einem Jahr niemand gedacht. Oder? Für krass, die ist Weihnachten. Ja. Gut. Also mal klar, dass die kein Interesse haben, irgendetwas zu torpedieren. Und Leaks ist ja immer dann, wenn du etwas willst, torpedieren. Oder? Die Leute geben immer Informationen raus, wenn sie irgendwie etwas verhindern oder kaputt machen. Die SPD will das nicht. Die Grünen und die FDP genau gleich, oder? Die wollen unbedingt in die Regierung. Ich meine, der Christian Lindner, der hat jetzt teilweise, finde ich, zu viel Kreide gefressen. Der hat unbedingt in die Regierung wollen, oder? Und die Grünen auch, oder? Beide. Also alle drei haben unbedingt wollen, dass das nicht scheitert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Dann hast du niemanden, wahrscheinlich, der irgendwie Leaks macht. Das zweite ist die Journalisten.
Die Journalisten wollen die Regierung auch. Die Journalisten wollen unbedingt, dass die Grünen wieder in der Regierung sind. Die meisten Journalisten in Deutschland sind grün. Und die wollen unbedingt, dass das klappt. Also haben die Journalisten selbst, wenn sie etwas Negatives erfahren hätten, hätten sie nicht wahnsinnig angefangen zu recherchieren. Sie hätten nicht wahnsinnig sich angestrengt, weil eigentlich haben sie nicht das Interesse, dass das scheitert. Ja. Ah, zwei Sachen, das kennen natürlich komplett anders. Nein, also erstens mal, deine Theorie greift zu kurz, weil du hast ja noch einen weiteren Player, der jetzt nämlich nicht mit der Regierung ist und der wahrscheinlich eben nicht Weihnachten ist, sondern das Gegenteil, das ist die CDU, CDU-CSU. Also, aber jemand hat ja ein Interesse. Ja, aber jemand hat ja, gut, es ist einfach in du dem Sinn. Du aber über die Interne. Ja, es ist natürlich in dem Sinn, aber du kannst nicht sagen, es hat niemand ein Interesse gehabt, irgendwie hier zu destabilisieren oder Leaks rauszuholen. Mal sondern von denen, die verhandeln, schon. Weißt, ja, von denen, die verhandeln, eben, aber dann musst du es so sagen, das ist etwas anderes. Ja, okay, nur die drei Parteien, aber die verhandeln. Entsprechend, und das andere ist natürlich das, was du sagst, dass es eine direkte Korrelation gibt zu der politischen Haltung der Journalisten, ganz so generell in Deutschland. Wieso hätten denn Journalistinnen und Journalisten, also, Entschuldigung, der grüne Wahlkampf, oder wenn du sagst, alle Journalisten wären grün, der grüne desolate Wahlkampf, notabene, ist ja nicht unterwegs in dem Sinne, wenn man deiner These folgen würde. Grün wählende Journalisten kaputt gegangen. Ja, also das geht nicht auf. Und nein, ist viel zu kürzlich. Eine tendenziöse These. Ja, Laura, es geht extrem auf. Weißt du warum? Zuerst haben ja die Medien Baerbock aufgejubelt wie unglaublich. Oder? Das ist noch nie passiert, dass du Kanzlerkandidatin wärst und alle Journalisten jubeln und laden dich schon mal ein. Laura Zimmermann, wie ist es, wenn man Bundeskanzler wird und so weiter. Also das ist ja jenseits gewesen. Nachher haben sie gemerkt, die Frau macht ziemlich viele Fehler. Das läuft nicht gut. Was war das Ziel von den Journalisten, von den grünen Journalisten in Deutschland? Sie wollten unbedingt, dass Baerbock ausgewechselt wird mit dem Habeck. Das war das Ziel gewesen. Sie haben nachher selber auch alles nach schlimmer dargestellt, als es war, weil alle gehofft haben, komm, wechselt aus, die Baerbock gewinnt nicht. Und sie haben ja recht gehabt. Ich meine, ich bin ziemlich sicher, wenn der Habeck Kandidat bleiben wäre, und nicht bleiben, ist ja gar nie gewesen, der Habeck hätte gewonnen. Der Habeck hätte gegen den Olaf Scholz gewonnen. Da bin ich ziemlich sicher. Weil der ist, da merke ich ja auch, wie der auftritt, wie der macht das sehr gut. Da sind die Journalisten wollen. Die Agenda der Journalisten war, die gemerkt haben, Baerbock kann es nicht. Haben sie das Ross auswechseln? Ja, du kannst natürlich umgekehrt auch sagen, wenn du es aus meiner Perspektive anschaust, in meinem Glauben, dass die meisten Journalisten nach journalistischen Standards arbeiten und nicht nach ihrer politischen Haltung, ist natürlich differenziert zu betrachten. Aber selbst aus meiner Warte, oder? Wo natürlich stimmt. Nein. Ja, das ist klar. Wo ich sage, selbst du bist journalistisch verpflichtet, entsprechend Wahlkampf ist insbesondere wird Person beleuchtet auf ihre Fähigkeit, Kanzlerin oder Kanzler zu sein in dem Fall, was bei der Annalena Baerbock offenbar offensichtlich nicht der Fall war. Da sind wir uns, glaube ich, einig mit diesen Plagiatsgeschichten und Sachen und alles, was in diesem Wahlkampf aufgekommen. Das war schon journalistisch verpflichtet gewesen. Aber vielleicht jetzt noch weg von den grünen Journalisten her zu der neuen Regierung. Was traust du denn dieser neuen Regierung jetzt zu? Es ist ja schon ein rechter Wechsel für Deutschland, eigentlich. Spannende Geschichte, finde ich. Ich finde es schwer zu sagen, weil Olaf Scholz ist eigentlich Vergangenheit, oder? Also der ist jetzt lang bei der Angela Merkel in der Regierung gewesen, wichtig, oder? Finanzminister. Mhm. Also dort finde ich, sehe ich gar keinen Bruch, oder? Da geht es eigentlich weiter in dem grauenhaften Dürrenwurstelkurs, den Angela Merkel 16 Jahre lang vorgegeben hat. Am meisten erwarte ich schon von FDP oder von den Grünen. Und das wird jetzt interessant, wer sich durchsetzt oder wer da prägt. Und beim Habeck finde ich, was ich interessant finde am Habeck, aber das ist jetzt auch vielleicht ein oberflächlicher Eindruck. Oder? Ich habe wirklich das Gefühl, der dunkelt mir relativ fähig. Er ist sehr charismatisch. Er kommt schaurig gut an. Der wird aber auch Erfolg. Und ich finde es gut, dass jetzt die Grünen das machen müssen. Dass sie jetzt den ganzen Klimaumbau machen müssen. Und dass er gleichzeitig Wirtschaftsminister ist, finde ich sehr gut. Weil er relativ schnell merkt, ob die Industrie das kann oder nicht. Und weil er Erfolg haben will, glaube ich nicht, dass der am Schluss die Autoindustrie ruinieren will in Deutschland. Sondern er wird meiner Meinung nach ziemlich viel von diesen dogmatischen, unsinnigen Rezepten der Grünen wird er aufweichen. Das ist aber die gute Möglichkeit. Jetzt ist es lustig, sind wir uns mal einig. Ich habe aber noch einen anderen Aspekt. Ich glaube, es geht. Das grösste Spannungsfeld wird es geben zwischen
grüne Wände, grünen Umbau, wie du es so gesagt hast, und die Kosten. As easy as that. Und wenn du es dann dort anschaust, dann ist die Frage. Aber wenn du es dann dort anschaust und siehst, wer im Finanzdepartement hockt, entsprechend mit dem Lindner, dann bin ich gespannt, inwiefern es so der FDP gelingt, die Balance zu machen, oder? Weil es ist schlussendlich so, der Klima, oder sag jetzt mal, der Green New Deal, wenn der so willst, irgendwie gestalten und ausbauen. Er wird kosten, er wird sich irgendwann auszahlen, aber die Balance wirst du müssen finden. Zwischen einfach Kosten generieren. Und entsprechend nachhaltig wirklich die Wirtschaft umbauen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Balance gelingt. Weil wenn sie gelingt, dann könnte es ein rechtes Vorbildsmodell sein und ein Mehrheitsfähiges. Das glaube ich nicht. Deutschland ist also schon lange auf dem Holzweg, was die Energiepolitik betrifft. Aber das erste Problem finde ich, oder Kosten, das für die Kosten geht. Zurzeit ist es so, Deutschland hat fast die höchsten Strompreise auf der Welt. Kalifornien hat noch ein bisschen höher. Aus dem gleichen Grund. Die Energiepolitik ist eine sehr teure Sache. Mhm, und vor allem, die Energiepreise werden abgewälzt auf die einfachen Leute. Nicht die grossen Unternehmen müssen das zahlen, sondern die einfachen Leute. Das ist extrem unsozial, wie es jetzt läuft. Mhm. Sowohl die FDP wie die Grünen lässt das kalt. Das ist nicht ihr Problem. Das ist für die SPD nachher ein Problem. Wenn die Energiepreise massiv weiter steigen, wie es jetzt passiert ist in Deutschland, dann ist das ein soziales Problem. Und für die SPD und ihre Wählerschaft, die es noch ein bisschen haben in der Arbeiterschaft, ist das ein grosses Problem. Aber das andere, was mich viel mehr noch interessiert, ist eben das Wirtschaftswachstum, nicht nur die Kosten. Also wenn du eben die Autoindustrie zum Beispiel abwürgst, wenn die kaputt geht, das hat enorme Auswirkungen auf das ganze Wachstum von Deutschland. Und dort habe ich das Gefühl, dass der Habeck muss bremsen. Aber wir müssen jetzt auch bremsen. Nein, die hat schon lange umgestellt. Viel zu lang, die hat schon lange umgestellt. Nein, eben nicht. Wir müssen wechseln. Nein, wir können das Problem nicht. Nein, ich sage jetzt mal, die grossen deutschen Traditionsautowerke. Wir müssen mal über Autos reden. By the way, eigentlich, das wäre auch interessant, was für Autos du gut findest und was ich. Merken wir uns für die nächste Sendung. Englische Auto finde ich gut. Ja. Aber wir müssen jetzt ganz aufhören. Drittes Thema. Nur noch der Punkt fertig. Wenn du die Autoindustrie anschaust, die sind schon am Umschwenken. Und jetzt mache ich, Achtung, eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema, mit Ausnahme vom Markt USA und vom Markt China, wo man mit dem Verbrennungsmotor nach wie vor produziert. China ist aufgefallen, mal wieder, ich sage jetzt mal, negativ mit einem verschwinden lassen. Das ist ja eigentlich in China legal. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst bis zu dem Fall her. Aber du kannst im Regime unangenehme Leute kannst du verschwinden lassen. In dem Fall ist das, sind so ein bisschen wahrscheinlich mutmaßlich passiert mit einer chinesischen Top-Tennisspielerin, wo ein hochrangiges Parteimitglied der Vergewaltigung oder Missbrauch angeschuldigt hat auf der chinesischen Twitter-Version, ich weiß nicht, wie sie heisst. Das ist sofort abgenommen worden, sofort alles zensiert worden. Die war mehrere Wochen nicht auffindbar. Es hat extrem viel natürlich Aufmerksamkeit aus der Tennis-Community gegeben, nicht nur von den Frauen, sondern auch von den Männern. Man hat gefragt, wo die ist, oder? Dann ist sie plötzlich wieder aufgetaucht, hat immer gelächelt, hat gesagt, es geht ihr gut. Man hat so ein bisschen die Authentizität von dem ganze Spiele anzweifeln, zu Recht. Und jetzt hat die WTA heute, glaube ich, entschieden, dass man sich komplett vom Platz China und Hongkong in dem Sinn zurückzieht, der keine Tennisturnier mehr spielt. Wert und Menschenrechte sind wichtiger als das Geld. Markus, was hältst du von diesem Entscheid? Erstens, wir sind wahnsinnig fortgesetzt in der Zeit. Wir tun jetzt ganz kurz, ich sage jetzt, was ich finde, ganz kurz, ob ich es gut finde oder schlecht, und du sagst ganz kurz, okay. Ich finde es richtig, ja. Finde es gut und ich finde es interessant, und das tun wir jetzt nächstes Mal länger diskutieren, wegen Peking, natürlich wegen der Olympischen Spiele, was das eigentlich heisst. Oder? Mhm. Das ist eigentlich viel die grössere Frage noch, ob die Olympischen Spiele überhaupt so können stattfinden, wenn die WTA findet, das geht nicht mehr. Wieso soll es denn für die Olympischen Spiele noch gehen? Das ist ein grosses Thema. Also ich finde es richtig, wie findest du? Hey, absolut, gut. Bin völlig bei dir. Sind ich sage aber, das Internationale Olympische Komitee ist eher wie FIFA unterwegs und denen ist das Geld wichtiger als die Menschenrechte. Und von dem her werden die Olympischen Spiele unter Glamour stattfinden. Aber ich finde es völlig richtig, was du sagst. Also linksextreme Parolen platziert. Entsprechend
Linksextrem, nein. Wir müssen aufhören. Gut, bis zum nächsten Mal. Gut, das war die Feier mit der Laura Zimmermann und dem Markus Somm, die sich heute nicht so viel reingeredet haben wie sonst. Und wir geben uns Mühe in dem Sinn. Für euch. Und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tatsache.